Uwe Rode, Chef des Immobilienmanagements Duisburg. Seit letzter Woche haben Sie ein bisschen Arbeit dazu bekommen. Wir sind hier in der Mercatorhalle, die letzte Woche gesperrt werden musste. Was ist hier los? Ja, also wir haben die Mercatorhalle ja schon seit einiger Zeit in der Bewirtschaftung nach der Herstellung oder Erstherstellung. Und wir haben in den letzten beiden Jahren, nachdem wir turnusmäßig hier auch Prüfsachverständige wieder ins Gebäude nehmen mussten, um die technischen Anlagen zu überprüfen, immer wieder Mängel feststellen müssen, die sich gerade im baulichen Bereich in mangelhaften Brandschutz dargestellt haben. Wir haben bis dato diese Mängel, soweit wir sie festgestellt haben, selbstverständlich sofort behoben, auch fachtechnisch behoben, mussten aber jetzt in der Summe feststellen, dass irgendwas nicht stimmt, und haben jetzt nochmal großflächig hier Wandverkleidungen, Deckenverkleidungen abgenommen, um nochmal systematisch zu suchen, und mussten halt feststellen, dass wir sehr, sehr mangelhafte, auch in der Schwere der Mängel, Dinge vorgefunden haben, die letztlich zu einer systematischen Untersuchung und nochmal Sanierung dieser Brandschutz führen muss. Nehmen Sie mal ein Beispiel. Also Beispiel, Sie haben in der Abtrennung zwischen dem großen Saal zu den sogenannten Fluchtwegen Brandwände in einer bestimmten Qualität. Diese Brandwände sind durchstoßen und durchbrochen von Kabelkanälen, Kabelbühnen, Lüftungskanälen etc. Und diese Durchbrüche müssen natürlich auch wiederum fachtechnisch verschlossen werden, weil sie eben die Durchbrüche größer sind als der Lüftungskanal, der durchgeführt wird. Wenn Sie das nicht tun, haben Sie die Gefahr, dass der Fluchtweg und Rettungsweg in einem Brandfall verraucht und verqualmt oder es vielleicht sogar je nach Größe einen Brandüberschlag gibt. So, damit wäre der Fluchtweg nicht mehr gegeben für die Besucher, und das geht natürlich gar nicht. Sie hatten vorhin schon von einer gewissen Systematik gesprochen, die dahinter stecken könnte, weil da auch ziemlich viel, das Wort ist auch gefallen, Murks gemacht wurde. Ja, gut, ich will es nicht verniedlichen. Murks hört sich immer so ein bisschen nett an. Es ist wirklich sehr schwerwiegend. Wenn Sie in der Systematik an einer Brandwand, in einem Fluchtweg jeden Meter eigentlich entsprechend große Öffnungen finden, die nicht fachgerecht verschlossen sind, dann ist das für mich ein systematischer Fehler. Und wenn wir den verdeckt gar nicht finden konnten, sondern nur durch das systematische Bearbeiten jetzt einfach aufdecken können, dann bin ich froh, dass wir das auch gemacht haben, dass wir diesen Aufwand auch getrieben haben. Und Sie haben jetzt festgestellt, dass das Ganze nur die Mietbereiche der Stadt Duisburg betrifft und die anderen Bereiche sind davon völlig verschont. Ja, das war natürlich unsere erste große Sorge, wenn wir diese Mängel feststellen, ob denn wir nicht womöglich Verursacher sind für eine Beeinträchtigung der angrenzenden Mietbereiche. Das hat sich aber glücklicherweise relativ schnell nicht herausgestellt. Wir haben es untersucht. Alle angrenzenden Mietbereiche, die Mall etc. pp. Sind sicher. Es ist wirklich eingegrenzt und begrenzt ein Problem des Mieterausbaus und damit begrenzt auf die Stadt Duisburg. Aber das macht die Sache ja eigentlich noch kurioser. Ich meine, jetzt ohne irgendwelche Schuldzuweisungen oder irgendwas in der Richtung geben zu wollen, aber kann das ein zeitliches Problem gewesen sein, dass man einfach schnell fertig werden wollte, oder gibt es irgendeinen Sinn, der Sie das in irgendeiner Form erklären lässt? Nein, kann ich nicht. Ich war weder bei den Bauabläufen noch in der Bauüberwachung bei der Ersterstellung hier involviert oder Kollegen vom IMD. Kann ich nicht sagen, woher so etwas kommt. Unvorstellbar. Wie geht es jetzt weiter? Ja, also wir betrachten einzelne Nutzungsbereiche, als da wären der große Saal, der kleine Saal und der Tagungsbereich mit der VIP-Lounge. Wir haben heute noch mal abschließende Begehungen mit den Sachverständigen, und wir werden, so wie das im Moment in der ersten Aussage aussieht, das werden wir noch mal verschriftlicht in den nächsten Tagen bekommen, werden wir mit kleineren baulichen Maßnahmen höchstwahrscheinlich in den nächsten 4 bis maximal 6 Wochen die Bereiche kleiner Saal, der Tagungsbereich und die VIP-Lounge wieder freigeben können. Das Ganze natürlich unter in Abstimmung mit der Bauordnung. Und für den großen Saal Ende offen, das heißt, Sie müssen da erst sämtliche Schäden aufgenommen haben, um beurteilen zu können, A, wie lange dauert es und B, was wird es kosten? Ja, also wir haben bei weitem noch nicht ein komplettes Schadensbild. Das ist jetzt der nächste Schritt. Wir werden ein Prüf- und Sanierungskonzept aufstellen in dem Zusammenhang. Und dann müssen wir weitersehen. Besteht die Hoffnung, dass da für die Kosten noch irgendjemand in Regress genommen werden kann? Oder sehen Sie da eher schwarz? Das kann natürlich nur unser Ziel sein. Das verfolgen wir auch.
Inwieweit uns das gelingt, müssen wir dann einfach mal sehen. Aber selbstverständlich ist das ein Weg, um sich wieder ein Stück schadlos zu halten an denjenigen, die es verursacht haben. Herr Rode, ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und wünsche Ihnen viel Erfolg. Ja, danke.